Und ein weiterer Vers wäre Sprüche Kapitel 31, Vers 4, wo es heißt, es ziemt sich für Könige nicht, Lemuel, es ziemt sich für Könige nicht, Wein zu trinken, noch für Fürsten den Hang zu starkem Getränk. Sie könnten über dem Trinken das vorgeschriebene Recht vergessen und die Rechtssache aller geringen Leute verdrehen. Gebt starkes Getränk dem, der zugrunde geht, und Wein den betrübten Seelen. Sie werden über dem Trinken ihre Armut vergessen und werden nicht mehr an ihr Elend gedenken. Also wo eine Mutter zu ihrem Sohn spricht, es ziemt sich für Könige nicht, Lemuel, es ziemt sich für Könige nicht, Wein zu trinken, noch für Fürsten Dank zu schaffen Getränk. Und dann meinen Leute, ja, aber wir sind doch keine Könige. Ja, ich würde sagen, noch, wir sind Könige. Wir sind Könige und Priester. Die Bibel sagt, dass uns Jesus Christus zu Königen und Priestern gemacht hat. Richtig. Und es ziemt sich für uns nicht, Wein zu trinken. Warum? Weil wir über dem Trinken das vorgeschriebene Recht vergessen und die Rechtssache aller geringen Leute verdrehen. Das Ding ist, wir sind Priester in Gottes Augen. Und die Bibel sagt, dass die Lippen des Priesters die Erkenntnis bewahren sollen. Ja. Denn aus seinem Mund soll man das Gesetz des Herrn erfragen. Wie soll man von einem Christen das Gesetz des Herrn erfragen, wenn er nicht mehr imstande dazu ist, weil er ja, sein Gehirn vernebelt durch Alkohol? Und wie gesagt, es geht nicht nur in der Bibel nur darum, sich nicht zu besaufen, sondern die Bibel sagt eben auch, schau nicht auf den Wein, wir sollen uns gar nicht erst in die Gefahr begeben. Für wen? Und dann sagt die Mutter, gebt starkes Getränk dem, der zugrunde geht, und Wein den betrübten Seelen. Und was haben wir aus Sprüche 23 gelernt? Dass eben gerade die Leute, die Alkohol trinken, dass gerade die Ach haben und Weh und Klage. Okay, also ist das wirklich eine gute Idee, Wein zu trinken, um seine Sorgen runterzuspülen? Natürlich nicht. Also worum es hier geht, wenn sie sagt, gib starkes Getränk dem, der zugrunde geht, und Wein den betrübten Seelen, das ist eine Übertreibung, das ist eine Hyperbel. Das ist rhetorisch. Das ist nicht wortwörtlich gemeint. Ja. Sie werden über dem Trinken ihre Armut vergessen und werden nicht mehr an ihr Elend gedenken. Also gebt doch den Alkohol den Losern, damit sie nicht mehr an ihr Elend denken. Ja, den betrübten Seelen, die nicht mit ihrem Leben klarkommen. Ja. Ich meine, wir sind Christen, wir haben den Heiligen Geist, wir gehen nicht zugrunde, wir haben ewiges Leben. Ja. Wein ist nicht für uns. Ja. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben Trost durch Gottes Wort. Und wir müssen nicht Alkohol trinken, um unsere Sorgen wegzuspülen. Ja. Da haben wir eine bessere Möglichkeit durch Gottes Wort, durch den Heiligen Geist. Worum es hier geht, sind wirklich Verlierer, die nicht mehr mit ihrem Leben klarkommen, die faul sind, gibt's doch dem. Aber nicht dir, sagt die Mutter. Nicht dir. Du bist viel zu gut dazu. Du bist ein König. Ja? Wir sind Könige und Priester, sagt die Bibel. Alkohol ist nicht für uns.